Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Juhu! Ich nehme euch heute mal mit, wie ich ein Foto umsetze aus meinem, ein persönliches Foto. Wie ihr wisst, male ich viel Blumen und Gegenstände, aber ganz wenig Menschen, gerade mit Watercolor, finde ich auch ziemlich schwierig. Dieses Buch habe ich aber zugeschickt bekommen vom MITP Verlag und möchte euch da heute einen kleinen Einblick geben. Ich habe auch zwei Exemplare. Eines verlose ich an euch. Die Bedingungen für die Verlosung, die stehen jetzt hier unter diesem Video in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr mir hier gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen und teilnehmen quasi. Dann bekommt ihr ein cooles Buch zugeschickt. Ich habe natürlich auch schon durchgestöbert und finde es ganz toll. Hier sind viele coole Tipps drin auf jeden Fall und nehme euch da jetzt mal mit, was ich gelernt habe. Für dieses Video benutze ich Aquarellfarben, Aquarellpinsel. Ich nutze nur Größe 4 Pinsel, Bleistift und Radiergummi. Hier auch Aquarellpapier. Ich habe schon meine Bleistiftskizze gemacht. Mit dem knetbaren Radiergummi kann man dann hier noch einmal rübergehen, damit die Bleistiftstriche nicht mehr ganz so zu sehen sind. Aquarellfarbe ist ja ein lasierendes Medium. Das heißt, man sieht dann den Untergrund in der Regel nochmal durchscheinen, wenn man sie jetzt nicht ganz deckend verwendet. Genau. Ich zeige euch mal mein Foto, was als Inspiration gelten soll, damit ihr da auch ein Vorher-Nachher-Bild seht. Jetzt hatte ich das gerade hier. Ach, hier. Genau. Das Foto ist es. Einige wissen ja, dass ich im Oktober Mutti geworden bin letztes Jahr. Also sie ist jetzt Marie. Sie ist jetzt 10 Monate. Und genau, möchte sie gerne als Modell verwenden und habe sie mir hier einmal schon vorskizziert, hier mit dem kleinen Kätzchen. Die Katze ist von meiner Schwester, da haben wir sie letzte Woche besucht und Katzenbabys angeguckt, fand sie total spannend. Ich nehme jetzt hier erstmal den Kopf, also das Gesicht und die Ärmchen mit einem, in dem Falle in ihrem Hautton ungefähr. Dafür mische ich mir hier auf meine Aquarellpalette, da habe ich hier so ein Orange. Und wenn ich das mit ganz viel Wasser verdünne, dann ist das so ein Hautton, der schon ganz gut in die Richtung kommt. Der ist so ein bisschen rötlicher, ne, je nachdem, was ihr für Menschen, welche Person ihr malt, könnt ihr euch dann anpassen. Da ist hier aber auch nochmal in dem Guide sind hier nochmal ganz tolle Mischtipps auf jeden Fall drin für Hauttöne in dem Buch. Genau, also das ist jetzt hier so mein Grundton, den ich einmal hier als erste Schicht auftrage. Und das Wichtige ist, also das Coole an dem Buch finde ich auch, dass es relativ so locker, gar nicht so, also es ist schon detailreich, wenn man das hier auf dem Cover sieht, ne? Also man sieht hier schon so muskulär, also die Muskeln haben sie hier schon ausgearbeitet. Allerdings ist es trotzdem so eine sehr lockere, flockige Art, Menschen zu malen. Hier kann man das sehr gut sehen, ne? Hier arbeitet man mit Watercolor Outlines und so. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu mir. So, wichtig, wie gesagt, brauchen wir trotzdem ein bisschen Lichtreflex. Hier kann man es auch sehr gut sehen. Ne, man hat hier im Gesicht immer mal wieder ein bisschen was ausgespart und immer mal wieder dunkle und helle Stellen. Das versuche ich jetzt hier auch umzusetzen, indem ich auch meine erste Schicht einmal hier auftrage und denke mir einfach, dass von rechts oben dann eine Lichtquelle ist. Und hier, dieser Bereich ist dann einfach ein Ticken dunkler. Und hier kann ich auch mal einen Lichtreflex lassen. Hier oben kommen dann so die Haare drauf. Dann haben wir hier noch ein Öhrchen. So. Und hier, das ist so ein bisschen verdeckt. Okay. Ne, hier so ein ganz kleines Weiß freigelassen. Und wirklich ganz hell. Mit viel Wasser verdünnt der Farbton. Ich möchte hier, Marie hat noch so ein bisschen Bäckchen und die sind ein Ticken rötlicher. Das heißt, ich nehme meine Aquarellfarbe, den gleichen Ton, den ich jetzt hier schon hatte und hier ist die Farbe noch feucht und gebe hier einfach so ein bisschen rötlichen Ton rauf. Und jetzt seht ihr aber hier, die Farbe verläuft. Ich tropfe meinen Pinsel einmal komplett ab und hebe mir hier über den Augen die Farbe wieder so runter. So. Und ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen, dass man hier jetzt aber schön die Bäckchen so ein bisschen sieht, ne? So ein Schattenreflex, die Bäckchen. Das gleiche mache ich hier nochmal am Mund. Nur so ein bisschen Aquarellfarbe auf dem Pinsel,
und hebe mir dann hier mit einem abgetropften Pinsel nochmal die... Oh, jetzt ist mir der Pinsel aus der Hand gefallen. So. Und dann hat man hier wirklich nur so ganz leicht. Also, und das möchte ich ja. Ich möchte wirklich nur ganz dezent hier verschiedene Licht- und Schattenreflexe hier drin haben. Okay, weiter geht's. Ich mache weiter mit der Strumpfhose. Hier geht es mir jetzt gar nicht darum, unbedingt naturgetreu, also in dem Fall, dass das hier wirklich 100% das Foto ist, zu sein. Ich mache sie jetzt hier ein bisschen lilaner, als sie eigentlich ist. Und hier geht es auch ein bisschen mehr darum, die natürliche Richtung. Also hier ist ein Knick drin, den gehe ich ein bisschen nach. Hier lasse ich wieder ein bisschen was frei, um einfach einen schönen Lichtreflex zu haben. Hier wird es dann ein bisschen dunkler, weil ja hier so Schatten ist. Die Schuhe zeige ich euch hier nochmal. Die haben hier so ein Ocker, so ein helles Braun. Da nehme ich wirklich tatsächlich so lichter Ocker und einen Tick Umbra. Also wirklich nur ein Tick. Es muss jetzt hier auch nicht der 100%ige Farbton getroffen werden. Hier an der Strumpfhose ist der Teil schon trocken. Aber hier muss ich noch aufpassen bei dem Schuh und lass einfach so ein bisschen Abstand, dass die Farben nicht verlaufen. Beim Kätzchen warte ich lieber auch noch mal kurz, weil hier der Bereich noch ein bisschen feucht ist. Kann hier aber auf mein Oberteil tatsächlich schon einen Farbton geben. Das Oberteil auch hier. Ich mache das einfarbig und gebe dem so einen hellen lila Ton. Das passt jetzt in meinen Augen hier. Ist das ganz harmonisch. Ne, wir haben hier eher so eine analoge Farbpalette. Wir haben hier so einen Roseton, ein bisschen lila. Hier das so ein Ich finde so einen Bärenton, würde ich mal sagen. Und da kann man sich auch so ein bisschen seine eigene Realität machen beim Malen. Das finde ich immer ganz angenehm. Fotos muss man ganz aufwendig bearbeiten. Und wenn man malt, dann nimmt man einfach einen anderen Farbton. Punkt aus. Und auch hier wieder lasse ich hier einfach Bereiche weiß. Dann kann ich mich jetzt um die Haare kümmern und gehe dann zum Kätzchen. Das ist so jetzt die Reihenfolge, die ich beschlossen habe. Der Haarfarbton, sie hat ja blonde Haare und orientiere mich tatsächlich eher hier so ein bisschen an dem Farbton von den Schuhen, was auch irgendwie ganz nett ist, weil dann die Farbe auch nochmal auftaucht. Wir haben sie dann hier unten und hier oben und hier auch ein ganz transparenter Ockerton. Und Haare hier finde ich tatsächlich sehr, sehr cool in dem Buch. Ganz viel Inspiration. Also hier muss man sich das einfach mal wirklich genauer anschauen. Auch hier, ne? Sie hat hier wirklich einen Lichtreflex gelassen, die Autorin. Und würde mir hier einfach nochmal ein paar Haare anschauen. Hier ein bisschen dunkler. Ganz toll sieht es aus. Auch wenn es sieht schnell, also in Anführungsstrichen schnell gemacht aus, ne? So eher wie so Watercolor-Sketchen. Aber man kann sehr, sehr schön erkennen, wie die Haare sind und welche Frisur da auch gemeint ist. So, das heißt, hier vorne und hier hinten und habe dann in der Mitte meine Haare so einen Lichtreflex. Weil ich hier mit ganz hellen Farbtönen gearbeitet habe, sieht man hier ein bisschen den Übergang, ne, vom Gesicht. Und hier versuche ich so ein paar Haare vereinzelt so rauskommen zu lassen, weil sie einfach so ein bisschen struppiger sind. So, okay. Na, hier sieht man jetzt aber ganz automatisch, wir haben hier verschiedene Farbtöne auch drin für Licht und Schatten. Wir haben was weiß gelassen, was super ist dann für... Da kümmere ich mich dann aber gleich drum. Wir machen es gleich noch ein bisschen dunkler. Gehen jetzt hier erstmal zum Kätzchen rüber und versuchen hier beim Kätzchen erstmal einen schönen Farbton noch zu finden. Die Katze meiner Schwester heißt übrigens Arthur, der Kater. Und Arthur ist ein rotes Kätzchen. Genau. Und ich nehme einfach einen Ockerton, lichter Ocker. Und das ist, ich glaube, so eine Art Zinnoberrot. Und dann mit ganz viel Wasser. Ja, ist ein bisschen orange geworden. Aber das ist auch nicht schlimm.
Ja, während die einzelnen Elemente immer trocknen, kann ich dann immer schauen, okay, was ist jetzt schon angetrocknet und kann dann hier schon ein bisschen weitermachen. Hier die Schuhe sehen schon ganz gut aus. Das heißt, ich nehme eigentlich den gleichen Farbton hier nochmal, nur ein bisschen nicht ganz so hell. Und habe jetzt hier das Muster, was ich jetzt einfach hier mit Pinselstrichen so ein bisschen nachziehe. Hier die Sohle. So. Und werde den Schuh auch gar nicht deutlich dunkler machen, sondern mache im Prinzip nur so eine, ja, wie so eine Outline hier. Die Leggings oder die Strumpfhose, die sie hier anhat, da konzentriere ich mich hier. Wir haben hier so eine Falte, die male ich nach. Dann hier haben wir so einen Schattenbereich. Auch hier ist an der Windel Schatten, Schatten. Und auch hier, na gut, jetzt ist das Kätzchen natürlich, jetzt läuft es hier rein, aber auch gar kein Problem. Das ist ja auch, wie gesagt, eher so ein Sketch-Stil, den wir hier nacharbeiten. Von daher, es ist dann jetzt bewusst, wenn es getrocknet ist, wichtig, dass wir die Katze hier noch, dann nochmal schön abgrenzen. Ne? Also wir lassen es dann hier alles nochmal gut durchtrocknen und grenzen die Katze dann nochmal mit ihrem eigenen Farbton hier ein bisschen besser ab, damit die noch ein bisschen mehr rauskommt. Wir machen nur noch ein paar letzte Pinselstriche und zwar an dem T-Shirt möchte ich hier noch ein bisschen mehr Kontrast reinbekommen. Mache es hier ein bisschen dunkler. Heb mir aber auch wieder ein bisschen Farbe ab, weil es jetzt doch zu dunkel geworden ist. Aber das ist auch kein Problem, das ist ja das Gute bei Aquarellfarbe. So reicht mir das tatsächlich. Und dann hier unser Kätzchen noch. Und am Gesicht mache ich noch zwei, drei Striche. Das Kätzchen relativ easy. Da habe ich ja hier meine Farbe schon vorbereitet. Und nimm einfach noch ein bisschen mehr von dem Gelb-Orange, von dem Rot-Orange rein. Und dann bekommt hier das Kätzchen an der Seite. Hier möchte ich es ein bisschen mehr abgrenzen. Von der Hose. Das heißt, hier wird es dunkler. Und dann kommt hier noch das typische tigerische Muster rein. Einfach hier so Wellenlinien. Ist alles ja nur angedeutet. Und auch hier, zack, so ein bisschen wellig. Die getigerte. So. Für das Gesicht nehme ich mir jetzt aber mal einen Einserpinsel und zwar ziehe ich jetzt hier nur einmal den Mund nach, die Augenpartie, so und das Näschen. Dann zeige ich euch noch ganz kurz die Vorlage dazu, damit ihr einmal den direkten Vergleich habt. Na, so das Foto, meine Vorlage, das geht schon ganz gut. Das ist wirklich eher ein Sketch und es ist auch tatsächlich wirklich wichtig und dafür ist dieses Buch mega, mega gut, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Also wirklich die Person in ihrer Einfachheit runterzubrechen, Licht und Schatten ein bisschen zu beachten und so die Merkmale einfach herauszubringen aus der Person. Und ich gebe euch hier nochmal einen kleinen Einblick. Hier, ich blätter nochmal durch. Ihr habt die Farbpaletten dazu. Es gibt ganz viele Übungen. Und hier ganz am Anfang auch Füße, Hände, Anatomie. Hier wird alles nochmal betrachtet. Auch Aquarelleinstieg nochmal so ein bisschen, wie man Watercolor am besten verwendet. Also wirklich ein tolles Buch. Ich, wie gesagt, habe es euch verlinkt auch natürlich in der Beschreibung. Und ansonsten schaut euch gerne nochmal die Gewinnspielbedingungen an. Und dann könnt ihr sehr, sehr gerne teilnehmen. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Der Gewinner wird dann von mir benachrichtigt. Und ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Viel Spaß beim Kreativsein auf jeden Fall. Und sagt bis dahin. Tschüss!